Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bingen Drive mit dem Bishop Hopper. Ein bisschen längerer Ibishu Hopper, ein bisschen viel längerer Ibishu Hopper. Und zwar mit dem Ibishu Hopper mit der Limousinen-Variante. Ist jetzt neu in einem Mod. Link ist natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Und ich habe wie gesagt alle Mods rausgetan. Ich mache jetzt noch neue rein, glaube ich. Und ja, ich dachte, wir versuchen mal hier auf Jungle Rock Island mit der Limo-Variante rumzufahren. Was sich als ziemlich schwierig herausstellen dürfte. Also hier geht es ja noch halbwegs. Das ist übrigens die Custom. Es gibt von jedem. Jeder Ibishu Hopper Variante gibt es ja noch eine Limo Variante jetzt. Und das coole ist, in der hier, die können wir sogar in der Mitte trennen, wenn wir das schaffen, irgendwie einen Baum so zu kaufen. Aber was ich eigentlich will, ist, ich versuche so einen Eingang hier irgendwo zu finden, wo wir offroaden können. Hier können wir ziemlich cool schon langsliden. Aber offroaden ist natürlich dann das Geilste, können wir. Okay, springen wir einfach mal runter. Oh, dann sehen wir mal, wie das ausgeht. Oh, das hält noch super stand, alles. Springt und. Sieht aber schon nicht mehr so freundlich aus. Oh Gott. Fällt über den rückwärts? Ja. Aber eben gingen die Bremsen schon mal gar nicht mehr. Das war auch schon geil. Warum auch immer, aber haben sich irgendwie einfach geweigert zu funktionieren, die Bremsen. Warte, gucken wir mal. Also wir sehen hier die Federung. Also das Rad ist natürlich komplett Schrott. Und die anderen Räder sehen gut. Wobei das rechte auch noch ganz gut ist. Das rechte hier sieht noch ganz gut aus. Naja, wobei, das ist alles Schrott. Aber hinten sieht es noch gut aus. Wir können die Mitte abschneiden, dann geht's. Okay, wo haben wir denn Offroad-Stuff? Ich warte hier in die Kamera. Wo haben wir Offroad-Stuff? Wo? Offroad. Haben wir so schwer zu finden? Hier. Haha. Packen wir mal dich hier hin, wo du jetzt wahrscheinlich falsch rumstehst. Naja, klappt aber, oder? Ja, ist eine Offroad-Limo. Oh, fuck. So viel dazu. Ich hier einmal rum. Okay, rückwärts. So. Und vor. Übrigens, fast vergessen darüber zu sprechen. Es tut mir leid, dass die letzten zwei Tage keine Videos kamen. Aber. Und heute kein alles wie war. Morgen kommt's wieder. Das lag. Ich habe zwei gute Gründe. Erstens, am Montag bin ich unerwarteterweise um einiges länger weggeblieben als geplant. Und dann kam ich nach Hause. Dann hat sich mein Render-Programm, warum auch immer, verabschiedet. Also das wollte dann die Radius und Render, die waren immer fehlerhaft. Also ging das nicht. Und dann gestern dachte ich auch, okay, da kann ich dann gestern, also da, gestern dachte ich, okay, mache ich heute dann wieder Videos. Also gestern heute. Also gestern, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann habe ich sehr überraschenderweise dann endlich, worauf ich seit Ewigkeiten gewartet habe, wo es immer wieder Probleme hier und da gab und so weiter. Aber ich habe es endlich geschafft, mit Führerschein anzufangen. Also ich. Setzen auf. Nice. Endlich fange ich meinen Führerschein an, Leute. Wurde ja immer wieder gefragt, ob ich einen Führerschein habe. Nein, noch nicht. Aber jetzt bin ich endlich dabei. Und das war wirklich ganz schön anstrengend, dahin zu kommen, dass ich endlich jetzt anfange. Aber ich bin jetzt da. Und das hat sich gestern dann sehr schnell entwickelt. Und deswegen hatte ich dann gestern keine Zeit. Au. Gestern keine Zeit, das zu machen, weil ich erstmal nochmal raussuchen musste und entscheiden musste und anmelden musste und erste theoretische Stunde auch schon hatte und alles, also sorry, aber das hatte etwas Priorität, aber gut, heute kam Most Wanted und BeamNG, GTA 5, oh Gott, das mit Limo nicht so nice, GTA 5 weigerte sich noch, aber das sollte morgen klappen, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich muss heute auch zur Theorie, gleich sogar, muss ich losgehen, also naja, 50 Minuten oder so muss ich los, also nur so als Info. Also es kann sein, dass jetzt, je nachdem wie das klappt, oh Gott, hier rum, das wird lustig. Kann sein, dass ab und zu mal Videos ausfallen wegen Führerschein, aber ich bitte, dass ihr das entschuldigt. Ich versuch's so weit wie möglich zu reduzieren. Vielleicht klappt's ja auch, okay, gerade zu durchkommen. Aber das hat einfach momentan Priorität, weil ich ja im September 17 werde und dann verreise ich ja in Sommerferien und ich muss den schnell durchziehen. Weil ich mit 17 unbedingt einen Führerschein haben will. Weil mir das dann Geld spart bei der Versicherung. Ha. Gut, aber auf jeden Fall einiges sogar an Geld. Okay, wir wollen hier aber mal weiter offroaden. Das Schöne ist, dadurch, dass er so eine lange Radstand hat, kommen wir sogar relativ erschütterungsfrei durch. Solange wir durchkommen. Okay, komm. Okay. So, komm rum. Ja. Gut.
Bräuchte man noch so ein cooles Luxusdach und dann haben wir eine Offroad-Limousine. Eine richtig schicke Offroad-Party-Limousine. Das wäre doch was, oder? So, hier können wir natürlich auch trotzdem schnell durchfahren mit 60. Oh, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, sag ich. Rückwärts. Komm. Und rechts entlang, genau. Schön Rauch hinterlassen. Rauch, Gott. Staubwolken. So, und da geht's durchs Wasser. So, einmal durch. Okay, klappt doch perfekt. Hier hoch. Und durchbeschleunigen. Gut. Okay, jetzt wieder. Also es klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber die Kurven sind eben teilweise ein bisschen schwer zu rangieren. Aber ist schon ein geiles Offroad-Teil. Wisst ihr, was wir aber jetzt mal machen? Wir versuchen das Ding mal zu splitten. Also zu teilen. Das ist die Frage, wo können wir das am besten teilen? So, okay. Einmal rum. Vorwärts, rechts. So, wir wollen uns mal hier hinstellen. Gucken wir mal, ob wir von hier aus irgendwie splitten können. Okay, gehen wir erstmal mit der Kamera ein bisschen näher, bitte, damit wir das gut sehen können. Sehen wir irgendwie was bei der Federung? Die Federung arbeitet kaum. Also schon, aber man sieht es nicht so sehr. Jetzt sieht man es ein bisschen mehr. Und wir fallen ja dann runter, ist die Frage. 130 km/h. Wenn wir jetzt hier uns ein bisschen schräg stellen. Oh, da prallen wir schon mal auf. Überschlag und... Dürfte aber nicht ausreichen, denke ich. Nee. Okay, warte, sehen wir denn überhaupt... Müsste hier an zwei Teile sein. Frame Limo. Das ist doch splittable, oder? Bin ich jetzt blöd? Es müsste splittable sein, theoretisch. Warte, ich guck nochmal, ob ich das richtig ausgewählt habe. Lieber nochmal überprüfen. So, wir haben hier Ibishu Hopper. Und splittable. Nehmen wir mal. Offroad Limo, okay. So. Da ist das Mittelfenster nicht drin, aber egal. So, man hat das auch keins. Aber das hätte jetzt ein schickes Dach. Wollen wir mal es nehmen. Und wollen wir. Keine Ahnung, ob das was bringt. Müssen wir es am Frame nehmen. Okay, wir können es am Auspuff jetzt hier erstmal nehmen. Das bringt natürlich uns wenig. Aber wir können vielleicht das hochziehen. Das ist so wie bei Batman. Dark Knight, Arkham Knight, irgendwie einer von den Filmen. Wo der Dings rüberflippt. Der LKW. Reißen wir jetzt nur das Dach ab, oder wie? Okay, das ist natürlich unnötig. Nein, weg mit dir. Müssen wir irgendwo rankriegen, wo wir den noch fest haben. Da, vielleicht. Auch nicht. Ach, können wir mal irgendwas haben, was fest ist? Du. Wow. Also die rüberfliegen zu lassen, wird verdammt schwer. Weil das Problem einfach ist, dass man auch nur limitierten Bewegungsraum hat hier. Okay, wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier dich grabben. Und nochmal weit entfernt. Splitten wir sie jetzt. Ja. Also, nee, nicht gesplittet. Keine Ahnung. Gut, das hat nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Können wir sie denn sich überschlagen lassen? Das wäre auch noch was Interessantes. Wollen wir erstmal so. So, und jetzt wollen wir manuell mithelfen. So. Ja, das sollte genug Moment. Ja, das gibt genug. Wartet kurz. So. Oh. Puh. Okay. So, aber ich denke, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Hab's gefallen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Denkt dran. Der Link zu der Mod ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.